Guten Morgen, grüßt euch zu Rebuild 2. Warum Rebuild 2 und nicht Rebuild 1? Weil Rebuild 1 habe ich durch Zufall gefunden vor ein paar Wochen. Und ich wollte kurz mal antesten und habe es dann durchgespielt in einer Nacht. Es war echt heftig. Viel zu spät ins Bett und alles. Aber ich habe... Und warum ich so mag, es ist ein Optimierungsspiel und ein bisschen Erforschung und so. Und ich habe dann alle Enden gleichzeitig bekommen, aber durfte mir nur eins angucken. Da habe ich gesagt, ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Und dann habe ich gesehen, dass es schon einen zweiten Teil gibt. Und dann habe ich mir gedacht, dann spiele ich einfach den zweiten Teil mal mit euch. Warum nicht? Wie ihr seht, ist es von Sarah Northway gemacht, ein Mädchen. Ein Mädchen hat ein Spiel gemacht. Das gibt's ja gar nicht, das geht ja gar nicht. What the fuck? Was gibt da? Sind da Ponys drin oder kann man da Frauen anziehen, die irgendwie magersüchtig sind? Nein, ich glaube, die Spiele werden sowieso von Männern gemacht. Wir haben Rebuild 2 und ich bin mal gespannt, wie es anders ist vom ersten Teil. Wir fangen einfach mal an. Es ist alles sonst blind. Aber wie ihr seht, es geht um Zombies und es geht um Rebuilden. Ist man also ein Zombie, muss ein Körper wieder aufbauen? Richtig. Alle, die das geraten haben, ihr habt gewonnen. Macht das Video jetzt aus und geht in den Park Gras essen. Das ist euer Gewinn. So, dann gucken wir doch mal. Also, wir haben... Das will ich nicht sein. Ich denke mal, ich kann darauf klicken und mein Foto verändern. Das will ich aber nicht. Wir wollen aber trotzdem unseren Namen verändern. Denn ich bin Gate. Und ich bin wohl der letzte Man. Ja, ich glaube schon. Letzte Mann, der noch lebt. Ich bin schon lange unterwegs. Ich laufe weg von diesen schlimmen Monstern, die einmal Mensch waren. Sie waren Bäcker, Programmierer, Lehrer, Nachbarn. Und nun schnüffeln sie in der Luft wie Wölfe und ihre toten Augen. Was? Achso, suchen unendlich lang, endlessly, suchen ewig die Bewegung ihres neuen Opfers. Nämlich mich. Ich habe nur noch ein paar Vorräte, genau. Und meine Pistole. Oder... Nicht Pistole, sondern Ferngläser oder mein Hund oder ein Werkzeug oder ein Cowboy-Hat. Ein Cowboy-Hut? Ne, wir nehmen natürlich einen Hund, weil ich mag Hunde. Ich bin echt geschafft. Aber ich muss die Stadt erreichen, bevor es dunkel wird. Oh, okay, das war im ersten Teil nicht. 2014, das ist ja bald. Oh mein Gott, ich bin nicht alleine. Ich hab's endlich zum Red Deer geschafft. Ich denke mal, das ist eine Bar. Also nennen wir die, One Night in Mudder. Ah, shit. One Night Stand nennen wir die. Ich war so aufgeregt, endlich andere Leute zu finden, die nicht auf dem Weg hierher getötet wurden. Sie haben 4 Blocks dieser typischen, typischen Stadt eingemauert. Aber jetzt wissen sie nicht, was sie als nächstes tun sollen. Ich habe mich dazu entschieden, ihnen beizutreten, sie anzuführen, um hier einfach meinen Fuß mal auf den Boden zu hauen und nicht mehr wegzulaufen. Wir wollen diese Stadt zurücknehmen. Es wird ziemlich einfach. Oder sehr schwer oder unmöglich. Es wird, weil ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Wir nehmen mal den zweiten. Es wird nicht ganz leicht, aber wir sind vorbereitet. Denn wir wollen im Namen der Menschheit, wollen wir diese Stadt wieder zurückerobern. Und heute fangen wir mit dem Aufbau an. Rebuild. Und, okay, sieht schon mal aus wie der erste Teil. Also, hat sich nichts geändert, was die Grafik angeht. Welcome to One Night Stand. Also, willkommen zu One Night Stand, oder was auf jeden Fall davon übrig geblieben ist. Ist das hier? Oh mein Gott, das ist ein Hotel. Das wäre eine Bar und ich habe einem Hotel den perfekten Namen gegeben. One Night Stand. Motel meine ich. Bestimmt heißt irgendwo ein Motel auf der Welt One Night Stand, wetten. Die 7 von uns
haben vier Gebiete. Hier steht Gebäude, aber das ist nicht, das ist kein Gebäude. Gegen die Zombies abgegrenzt. Aber wir haben bald kein Essen mehr. Wir wissen nicht, wie lange diese Abwehr standhält. So, jetzt können wir hier. Das lese ich mir jetzt, lese ich nicht vor, das ist einfach nur ein Tutorial. Also, ein Ende ist, also die ganze Stadt hier wieder zurückzuerobern. Das habe ich beim anderen auch geschafft. Muss man aber nicht, man kann auch andere Sachen machen. Aber, oh, das haben sie geändert, die Icons. Und die Musik, die tut mir in den Ohren weh. Und wir können jetzt zum Beispiel irgendwas anklicken. Und dann sehen wir, was es ist. Hier zum Beispiel haben wir die Suburbs, das ist Wohnorte, Wohngebiete. Und wir könnten da jetzt eine Farm draus machen. Dann kriegen wir mehr Farm, aber dann kriegen wir mehr Essen, aber haben weniger Platz. Die Polizei ist einfach nur, um abzuwehren an Zombies. Wenn die kommen, dann müssen wir die Leute dahin schicken und dann kümmern sie sich darum, hier zu patrouillieren. Dann haben wir das Apartment. Da leben Leute, nämlich zwei Stück. Warte mal kurz. Zwar auch hier zwei Stück. Okay. Und hier ist eine Farm, die... oh nein. Das ist neu. Okay. Wir können Farmer jetzt darauf tun, sonst geben die immer nur Essen. Okay, haben wir gemacht. Wir sollen irgendwo raufklicken, nämlich hier auf. Und da sehen wir jetzt, dass das Apartment auf jeden Fall nicht in der sicheren Seite. Da haben wir einen, da sehen wir einen Überlebenden. Da drin in dem Haus. Wir sehen, dass es viel Essen gibt da noch in dem Apartment. Hat noch keiner weggenommen. Und es ist ziemlich sicher, weil es gerade keine, nicht viele Zombies gibt. So. Ja, wir haben nicht genug Platz. Das heißt, wir schlafen aufeinander schon. Ineinander, wenn wir die Stadt wieder bevölkern wollen. Aber wir brauchen auf jeden Fall, um neue Leute herzuholen, brauchen wir Unterkünfte, was total Bullshit ist, aber okay. Alle, die nicht los sind auf Missionen, werden zu Hause beim Fort bleiben. Wir können aber... Ach so, okay. Die gehen automatisch hier rein, Polizei. Ich glaube, es war auch noch nicht so. Aber man kann auch durchgehend, also welche dazu beauftragen, dass sie aufpassen. Ja. Das hat eben schon. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum du es mir nochmal gezeigt hast, aber es ist nett von dir. So. Farm machen 3. Essen. Okay. Sonst verhungern wir. War klar. Wenn wir andere gefunden haben, können wir Leute hinschicken und sie dazu überreden, zu uns zu kommen. Und besser ist das, wenn wir dann Anführer haben. Also der das kann, der das so reden kann. So, ihr kommt mal hierher, ne? Und jetzt gucken wir uns mal, welche Leute wir haben. Oh, das ist neu. Jeder hat Fähigkeiten. Okay, das ist nicht neu, aber das Bild ist neu. Und was sie gut können, ne? Und wir können jetzt hier durch die Namen klicken. Also wir haben unendlich Zeit noch. Und hier zum Beispiel 9 Zombies laufen rum. Und deshalb ist es keine Gefahr für uns. Die kommen nicht durch. Wir haben Akira Russell. Wir können ihn sogar ausrüsten. Okay. Mein Hund ist viel besser. Okay, das ist ekelhaft. Das hätten sie nicht dazu tun müssen. Oder bin ich? Ich hätte es mal ändern sollen. Ich dachte nicht, dass ich das... Och, das ist mein Hund. Natürlich. Mhm, ein Pack. So sehe ich nicht aus. Aber ich glaube, hier kann man gar nicht gut aussehen. Okay. Auf jeden Fall. Wir müssen einen mindestens dazu bringen. Und hier zum Beispiel haben wir Angriff. Das ist Sammeln. Das ist... haben sie im ersten Teil auch schon. Ja, Wissenschaft. Einfach so forschen. Das ist Bauen. Und das ist Anführerhaft. Das heißt, wir werden jetzt, gucken mal, ja, dann eben Akira. Akira geht jetzt und bleibt jetzt hier. Das muss man sowieso immer aufpassen, wenn dann, Schutz ist immer gut, aber es ist besser, wenn du welche losschickst. Das machen wir jetzt auch, weil wir haben nicht, nee, 7 von 12, wir haben 12. Wieso haben wir 12? Vielleicht hier deshalb. Auf jeden Fall können wir noch welche holen. Das heißt,
Naja, okay, jetzt erzählen Sie, was ich eben schon erzählt habe. Wenn man irgendwo hingeht, wo es was gibt, also Essen oder Ausrüstung, kann man was finden. Und wenn du das sofort übernimmst, ohne vorher alles auszuräumen, kriegst du automatisch die Hälfte. Das habe ich nie verstanden, weil wenn du es übernimmst, dann kriegst du gleich alles, oder? Und wir könnten jetzt zum Beispiel einmal losgehen und die Zombies töten. Dann kann man, sind die anderen Sachen hier leichter. Aber man kann auch mitschicken. Das heißt, wir werden... Ich weiß gar nicht, was ist, wenn ich es übernehme. Ah, können wir gar nicht. Wir müssen erst irgendwas davon machen, um es übernehmen zu können. Das heißt, ich könnte die Zombies jetzt killen. Dann übernehmen und dann kriege ich die anderen Sachen sowieso. Aber ich könnte auch einfach nur losschicken. Das ist manchmal sogar besser, wenn es weiter weg ist oder sowas, dann schickst du Leute los. Aber wir werden jetzt erstmal die Zombies killen. Und das macht Xavier. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel drei. Er sieht drei. Du kannst aber auch machen, dass du vorher nachguckst, wie viele da sind. Aber das konnte ich jetzt eben nicht. Ich weiß nicht warum. Und 15% Danger. Zwei Tage. Wir schicken noch einen los. Ah, dammit. Ah, doch, Danger geht auf jeden Fall runter auf 6%. Das finde ich jetzt total bescheuert. Okay, dann macht mal. Zwei Tage, hallo. Ja, genau. Jeden Zombie, den man tötet. Oh, guck mal, da ist keiner, kein Essen. Und das ist aber ziemlich safe. Aber Joeys wollen wir also nicht. Niemand will Joey. Hier haben wir Kirchen. Das ist auch mal, ja, genau. Wir müssen erstmal. Ja, danke. Wir können hier nachgucken. Es gibt kein Essen. Wir könnten was anderes finden. Und wir können die umbauen, die Kirche. Später. Ich glaube, eine Schule oder. Nee, was kommt in der Kirche machen? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, Kirche kann man nichts machen. Wie im richtigen Leben. Und, hier können wir sofort Reclaim machen. Das sind keine Zombies. Okay, warum steht da denn Safefish? Macht doch einfach keine Zombies. Naja, wir könnten jetzt nachgucken, aber wir holen uns die gleich. Das heißt, am besten, da oben steht es schon, welche die bauen können, bauen natürlich schneller wie heißt es jetzt? Ein Zaun. Aber vier Tage? Oh, deine Mutter. So, okay. Okay, wenn wir fertig sind, sollen wir schlafen gehen, aber das ist ja auch ein bisschen blöd, das heißt, wir werden jetzt hier mal, wir brauchen mehr Essen und wenn wir sowieso keine losschicken, können wir hier auch Magnus oder so zum Essen schicken. Ein Yoshio, der sieht doch aus wie einer, der das gerne macht. Der sieht aus wie ein Kirchentyp. Ne, komm, ich will Yoshio. Joshua geht jetzt und wird ein Farmer. Ist neu. Und jetzt haben wir nicht noch irgendwas, was sicher ist? Weil wir haben ja jetzt noch einen, den wir losschicken könnten. Und ich würde mal sagen, hier, das ist ziemlich einfach. Wenn er stirbt, stirbt er halt. Sind eh alle hässlich. Shit, das ist natürlich jetzt blöd. Im ersten Teil hatte ich immer ein Mitleid. Aber hier steht nämlich sehr viel Essen. Das heißt, jo. Magnus hat eh nur Danger von 1. Ja, würden wir Leute dazu schicken, wäre das super. Aber haben wir nicht wirklich. Ich könnte noch los. Aber ich sollte lieber neue Leute holen. Das mache ich auch. Achso, man kann immer nur eine Sache machen. Das macht total Sinn. Ich gehe nämlich hier hin. Hoffentlich sterbe ich nicht. Und frage den mal, ob er nicht mitmachen möchte. Auch 1% Danger. Ich habe da beim ersten Spiel immer richtig runtergedraut. Also ich habe immer versucht, auf Null zu bleiben oder sowas. Und nur 54% Chance, ihn zu rekrutieren. Ach, schaffe ich eh nicht. Bei 50-50, ey. Das ist neu. Das ist cool. Da kann man hier über... Ja, am anderen gab es auch sowas ähnliches. Das ist ein bisschen länger her. Happiness hier. Oh ja, das war schwer später. Du musst die ganze Zeit das machen. Partys und so. Und dann kriegst du da bessere Sachen.
Und das ist schon ganz toll. Missionen. Was? Mission. Okay. Werden wir ja sehen. Was ist das? Achso, das rundherum schon an, ist schon überprüft worden. Stimmt, okay, okay, deshalb die anderen Fragezeichen, weil wir da erst noch hier, genau, wir müssen erst Leute losschicken, die dann das beobachten. Aber wir beenden mal den ersten Tag und der erste kommt schon nach Hause. Magnus hat nämlich im Apartment rumgesucht und hat eine Säge gefunden. Und wir sollen auf das Bild klicken, um rauszufinden, um zu sagen, wer es bekommt. Jetzt ist natürlich die Frage... Oh, guck mal, wir haben jemanden gefunden. Da war das Spiel schneller als die Anzeige. Wir haben einen, den Bürgermeister gefunden, der sehr seltsam aussieht. Und die Säge, würde ich mal sagen, bekommt der hier. Können wir nicht. Jetzt gucken wir mal, was hier steht. Die Säge, ja, macht besser im Handwerk. Macht auch Sinn. Gut, weiter. Hier unten. Er hat sechs Essen gefunden und eine Säge. Juhu, das ist schön. Das gab es mir erst nicht. Ist immer gut, einen anderen Anführer zu finden, der hilft oder dem man helfen kann. Der Bürgermeister sieht sehr entschlossen und nützlich aus. Oh, ich habe das gesagt. Geil. Und er möchte sehr gerne mithelfen. Das ist doch schön. Jetzt haben wir einen Bürgermeister und den schicken wir... hierhin. Oh, der ist aber schon ein bisschen gefährlicher. Das heißt, wir könnten auch zusammen gehen. Aber nö, der Bürgermeister kann alleine gehen. Weil ich gehe lieber... Hier sind nämlich zwei. Oh yeah. Ah, nee, nee. Oh, guck mal. Kann auf null gehen. Nur weil Magnus mitgeht. Redet aber scheinbar nicht gut. Sondern nimmt lieber Sachen. Magnus, apropos. Du kommst mal wieder weg. Du gehst jetzt auch mit. Und jetzt geht ihr nämlich überall hin, wo es noch Leute gibt. Hier. Nee, das ist schlecht. Geht mal weg. Dann holt ihr lieber Essen. Scavenge. Guck mal. Geht gleich besser. 15. Die Frage ist jetzt, ob das so gut ist. Ach, macht mal. Wenigstens sterbt ihr nicht. Die Musik ist ein bisschen... Musik in Anführungszeichen nervt ein bisschen. Haben wir noch welche? Irgendwelche nicht eingebaut? Nein. Machst du gut, Mister... Weiß nicht. Spielt wohl zu viel Ballerspiele. Und wir haben Leute. Oh mein Gott, sind die alle hässlich. Ich habe eine Gruppe von Überlebenden gefunden. Sie kommen von weit Norden. Sie haben eingestimmt, zu uns zu kommen, ins Fort. So, wir haben schon 11. Das heißt, er hat eine gefunden, die ein kleines Lager hatte. Und es war aber ziemlich erbärmlich. Aber er konnte sie überreden, zu kommen. Aber sie sieht sehr... Naja, sie hat überlebt. Sie sieht sehr green, hat wenig Erfahrung. Mal gucken, wie lange sie aushält. Zombies killed. Wir sind die Cowboys von One Night Stand. Denn wir haben sie zusammengebracht und sie dann eingeseilt. Und dann haben wir die Hammerpistole, heißt es bei uns auch so. Schießpistole hier, diese mit dem, womit Kühe getötet werden. Haben wir so. Robert Cutter freut sich, dass er 3 umgebracht hat. Das ist doch gut. Und Supplies. Wir haben ziemlich viel von der Farm zurückgeholt und wir haben einen Baseballschläger gefunden. Sehr schön. Das heißt, Raphael... Guck mal, Raphael ist nicht so gut. Den könnte ich jetzt das hier geben. Dann ist er ein bisschen besser. Jo, ich glaube mal, das ist ganz gut. Auf jeden Fall haben sie jetzt den All-Markt hier fertig. Jetzt können wir den nämlich reclaimen. Und, oder scavengen. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Warum, wenn ich reclaime, warum ich nicht alles bekomme, was da ist.
Wir probieren es einfach mal. Ich will jetzt einfach mal wissen, was passiert. Und... Ach so, wenn wir es übernehmen, laufen die anderen weg. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße, okay. Dann rekrutieren wir sie mal. Soll ich das machen, oder... Hilfst du mit? Nö, ich mach das. It's my job. Und... Eieieiei, some food. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Na, guck mal, Level 2 schon. Oh yeah. Wir könnten natürlich, weil wir jetzt mehr haben. 25%. Ja, dann geht ihr beide mal, würde ich. Oder? Ja, ist in Ordnung. Weil. Wir haben ja noch hier die zwei für die Farm. Ist zwar nicht gut, aber scheinbar dauert es eh noch. Und hier. Jetzt ist nämlich die Frage, was übernehmen wir? Bei der Schule können wir ausbilden, Leute. Wenn wir irgendwie zu wenig von einer Sorte haben, können wir andere nehmen. Aber hier zum Beispiel... Ah, dammit. Ah doch, wir haben ja noch. Probier es mal. Oh, da muss ich aber jemanden mitgeben. Weil sonst bist du dead. Oder 6% ist mir zu gefährlich. Muss ich zugeben. Wo können wir denn als nächstes hin? Jetzt können wir da nämlich nicht mehr die töten. Aber hier, neue Behausung ist sehr gut. Das heißt, wir töten hier einfach mal den einen Zombie. Kann das Savi alleine machen? 6% für einen Zombie. Weißt du was? 8%. Wehe, du verlierst meine Waffe, ey. Raphael. Echt mal. Aber das geht ja gar nicht. Elf Prozent. Damn it. Ich könnte jetzt noch jemanden... Wer hat denn jetzt... wer war noch nicht so sicher? Irgendjemand hier, den ich losgeschickt habe, war nicht ganz sicher. Boah, diese Musik. Da laufe ich gerade hin. Das ist nervtötend. Ja, komm, dann geh da mit. Mir jetzt auch egal. Oh. Das haben sie neu gemacht. Das sah letztes Mal nicht so hübsch aus. Wieder mal ein leichter Sieg. Weil wir gut Fallen gesetzt haben. 8 Zombies umgebracht. Mit einer Person. Genau. Oben ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man merkt, dass immer mehr Zombies kommen. Könnte sein, dass eine Welle von Zombies kommen oder... Mega-Zombies. Und dann, ja. Mann, das Let's Play ist eigentlich nur eine Erklärung und kein witziges oder sowas. Naja, ich will es euch nur zeigen. Ihr solltet ja auch spielen. Auch den ersten Teil könnt ihr euch spielen. So, seht ihr? Yeah. Jetzt haben wir ein freies Zombie-MMORPG. Mann, gibt's viele MMORPGs. So, wir haben einen Wissenschaftler gefunden, der aus dem Süden der Stadt kommt und der möchte uns beitreten. Und wir haben neue Sachen hier. Schokolade macht die Leute glücklich. Sehr schön. Oh, Rebecca meint, sie konnten nicht alles nehmen, bevor sie gesehen wurden von den Bösen. Recruitment. Aber wir haben nicht genug Leute. Ups, seht ihr, ich habe nicht weit genug gedacht. Und sie meinte, war das wirklich The Shizzle? Das ist total rassistisch, dass der schwarze Bürgermeister The Shizzle sagt. Aber okay. So, ich probiere jetzt mal hier... Oh, warte mal. 9. 39. Nee. Ich will jetzt mal das hier übernehmen. Und reclaim. Ich habe keine Bilder. Fug. Ich brauche unbedingt mehr Leute, die bauen können. Noch einen hier. Ich soll hier nochmal hingehen, haben sie gesagt. Ich könnte aber auch einfach das probieren. Ich töte da einfach alle. 8 schon wieder? Ich habe nur einen. Oh. Das
das ist doch scheiße. Ich könnte ihr ein... Ja, ich könnte Rebecca mitgeben, dann ist es wenigstens sicher. Und sie könnten die alle töten. Aber weißt du was, dann geht ihr nochmal los. Nur drei sind da? Guck mal, 39 für einen neuen Gegenstand. Das ist mir ein bisschen zu doof. Hier. Wir wissen noch nicht, ob da auch mal gut ist. Daher würde ich mal sagen, da oben sehen wir nichts. Es kann gefährlich werden, wenn wir jetzt einfach reingehen. Und hier, keine Ahnung, wie viel zu finden ist, aber 30% Danger. Und wenn wir aber vorher einmal scouten. Scouten ist immer sicher und braucht keine besonderen Fähigkeiten. Du gehst einfach nur hin und guckst. Und das ist super, das heißt, wir brauchen den Mayor sowieso erstmal nicht. Hansen kann eh nichts richtig, geht jetzt los. Der blonde Schwarze, der Schissel mein Nissel sagt. Und die Schule soll bitte auch nochmal nachgeguckt werden. Und zwar von, weil wir noch einen Wissenschaftler noch nicht brauchen, kann dieser schwarze Asiatisch mit blonden Haar. Natürlich. Ach, warum nicht Cartoon oder so? Kann jetzt einmal dahin gehen. Ich glaube, das haben sie einfacher gemacht. Und das ist sehr, sehr gut hier. Das ist sehr gut, falls jemand gebissen wird oder sowas. Das heißt, wir scouten auch mal. Das kann ich auch machen. Kostet ja nur eine Runde. Da laufe ich mal hin mit meinem Hund. Und ihr scavenged hier mal. Er kommt. Dann macht das. Es ist gut. Ich würde gerne sehen, wenn ich, ob ich alle eingebaut habe, muss ich zugeben. Wir haben keinen Raum mehr. Ich weiß, ich weiß. Akira. Das ist ein bisschen doof, aber wir enden mal. Wir haben es gesehen. Wir haben Überlebende gefunden. Und als wir im Allmart rumgeguckt haben, haben wir jemanden gesehen. Dann aber wurde er von Untoten verschreckt. Wir könnten ihn gebrauchen. Dann, Zombies sind weg. Das gleiche wie eben. Ein Zombie. Und wir haben die Kirche wieder. Ach, ist das nicht schön. Oh. War wohl gerade eine Hochzeit. Wir wurden alle von Zed, von den Zombies gefressen. In der Kirche, im Haus Gottes. Die Braut, der Ehemann hier, der Bräutigam, die Eltern, auch ein kleines Blumenmädchen, alle sind zerstückelt. Ich werde es nie vergessen. Fishhead Aaron. Das stimmt, beim anderen war es sehr oft, dass irgendjemand dann Namen bekommen hat. Das, was sie erlebt haben. Fishhead verstehe ich jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall ein Building. Und noch ein Baseballbat. So, und 15 Essen. Sehr schön. Du bist immer noch nicht tot? Sehr gut. Denk dran, du musst 30 Gebäude wiederbekommen. Und die und das Rathaus. Und es gibt auch noch andere geheime Wege zu gewinnen. Ich hoffe, sie haben nicht die gleichen wie im ersten Teil, weil dann bräuchte man keinen zweiten Teil, weil, ne? Ist so ein bisschen wie Kevin Allein zu Hause und Kevin Allein New York braucht man nicht, wenn man den ersten Teil hat und der zweite ist genau wie der erste Teil, bloß spielt ein Jahr später und dann denkt man sich so, ja. Wir haben... Wir brauchen unbedingt jetzt Leute. Das Problem ist, hier kann nichts hin. Macht aber die Leute glücklicher. Das Dumme ist, das steht hier nirgends. Das muss ich nachgucken. Ist egal. Wir brauchen unbedingt ein Apartment. Das heißt, als nächstes wird entweder das oder das übernommen. Und ich glaube... Ach, shit. Haben wir beide Seiten noch nicht? Dann töte hier mal... Warte mal. Xavier ist ziemlich stark. Aber Robert Cutter braucht Baseball-Bat. Und jetzt haben wir nämlich eine Säge für den Fishhead Aaron. Yeah, Fishhead Aaron. Vielleicht bist du jetzt schneller. So. Das ist ja jetzt blöd. 6, 5, 5%. Ja, Raphael, probier's mit 5%. Du schaffst das schon. Ich glaub an dich. So, hier. Oh, hier Reclaim. Sehr gut. Dann können wir das auch gleich mal ausprobieren. Hier gibt's viel Essen. Und eigentlich müsste ich hier mal gucken, aber.
Ich will natürlich das zurückhaben. Reclaim 3 Tage. Wird schon mal besser. Ich kann ja eigentlich helfen. Das bringt gar nichts. Da. You automatically is given half the food, but no equipment. Macht doch keinen Sinn. Wenn ich das jetzt hole, kriege ich keine Ausrüstung. Aber Hälfte des Essens. Das ist so Bullshit. Aber ich brauche unbedingt neue. Ich brauche mehr Häuser. Daher. Hä? Ach so. Ein anderer kann auch reclaim. Okay, warte, dann mache ich das mal. Dann dauert 5 Tage, aber was soll's. Dann reclaim ich jetzt mal. Ach shit. Hier, den Walmart. Da gibt's fast nichts. Wir könnten natürlich alle losschicken, um eine Ausrüstung zu finden. Aber, nee, Leute, ich brauche, Scheiße. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche Wohnviertel. Und deshalb muss ich, wenn ich die jetzt töte, die Zombies. Achso, ich kann gar nicht. Aber ich kann die Zombies schon mal töten. So, geht ihr beide los. Und ich werde... Dann scoute ich halt. Mir doch egal. Nee, hier, ich... Oh, jo, er läuft los. Alle immer was zu tun haben. Das ist wichtig. Ihr werdet sehen, wenn ihr, wenn da oben es höher wird, dass ihr jemand in die Mitte hier hinstellen müsst. Aber ansonsten... Das gibt's auch nichts. Ich könnte hier 48... Hä? Das ist ja voll doof gerade. Gibt's hier immer noch Essen? Nee. Hier gibt's auch nichts mehr. Voll lame. 58%. Wir probieren's einfach mal. Das dauert nur einen Tag und dann tun sie wenigstens was. Nein, was ist denn jetzt los? Du kennst von Oregon Trail. Oh, Yoshio ist gestorben. Hätten wir ein Hospital, also hätten wir ein Krankenhaus, wäre er noch da. Manchmal sterben Leute in dieser gefährlichen Welt. Oh, manchmal überleben sie es. Brauchen 3 Tage. Naja, wenigstens kann ich rekrutieren.